Zagara Püree. Ich kenne niemanden, der die nicht mag. Für meine Füllung mache ich als erstes Feta-Käse klein. Dann kommt da Petersilie dazu. Pfeffer. Und etwas Chili darf bei mir auch nicht fehlen. Und ihr wisst ja, Mozzarella brauche ich fast immer. Ich habe hier einmal meinen dreieckigen Teig, den kriegt ihr wirklich in jedem türkischen Laden. Die Füllung kommt auf die breite Seite. Ich gebe da immer ordentlich viel Füllung rein. Mag ich mehr. Und dann klappt ihr die Ecken einfach zu. Und dann wird gerollt. Auf die Spitze kommt ein bisschen Wasser oder Ei, was ihr halt immer wollt. So halt, dass es nicht mehr aufgeht. So sieht das Ganze dann aus. Die werden jetzt angebraten, bis sie richtig schön goldbraun sind. So müssen die aussehen. Und fertig. Saftige Füllung. Gönnt euch, Leute. Wie viele könnt ihr von denen verdrücken? Ich glaube, ich schaffe locker 10.